Ready? Hi Leute, ich bin zurück. Wie versprochen, mein Video zu meinen Paletten. Holy Day. Ey, nochmal sorry. Ey, wirklich große Story. Ich habe überhaupt gar nicht so weit gedacht, wie ihr gedacht habt. Und zwar dachte ich so, boah, ich mache erstmal Announcement, ganz normal, easy. Aber dann habe ich gesagt, ja, ist halt limitiert, ne? Und das, aber noch gar keine Swatches und so. Ey, das tut mir total leid. Ich habe wirklich nicht so weit gedacht und habe dann auch nachträglich gleich Swatches auf Instagram gemacht. Aber natürlich, wie versprochen, heute dann. Ich werde mit beiden Paletten jeweils einen Look auf einem Auge schminken und genau, und Swatches blende ich euch dann auf jeden Fall auch nochmal ein. Und ich würde sagen, fangen wir mit den Swatches an. Das ist am einfachsten. Und dann machen wir mit dem Augen-Make-up weiter. Ich würde jetzt einfach nochmal kurz ein, zwei Sachen zu den Farben sagen. Wir haben hier einmal Plaga. Das ist dieses Grau. Das ist ein matter Lidschatten. Der ist so, dass ihr die Möglichkeit habt, ihn so aufzubauen, wie ihr es möchtet. Also ihr könnt von sehr, sehr schlicht zu sehr, sehr stark kommen. Ich weiß, dass halt sehr viele nicht... Also Grau ist halt jetzt keine Farbe, die wir jeden Tag so krass benutzen. Und deswegen dachte ich, okay, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Spielraum, inwieweit wir die Intensität wollen. Aber das können wir mit allen Farben definitiv erreichen. Dann haben wir Terra. Das ist so ein schönes, warmes Terracotta. Absolut Hammerfarbe. Ich liebe sie, weil sie einfach eigentlich Standard ist, aber doch sehr besonders. Also ich finde sie sehr, sehr besonders. Gerade diese Dreierreihe ist so... Immer wenn ich sie nebeneinander sehe oder nebeneinander geswatcht sehe, ich finde, geswatcht sind die auch einfach nochmal anders. Die Farben auf die Haut kommen so einfach so, so toll rüber. Dann haben wir Vinum, was so ein kühles Lila ist. Und ich liebe Lila, ob es metallisch ist oder ob es matt ist. Aber mattes Lila ist sehr, sehr schwer. Und hier habe ich schon wirklich versucht, das Beste rauszuholen, was man in einem Lila rausholen kann. Ich habe wirklich mein Lila neben sehr, sehr vielen anderen Lila-Tönen geswatcht, weil ich einfach das Allerbeste wollte. Ich sage ja immer, Lila ist so wie eine Schwiegermutter. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Genau, also Lila habe ich auch in meinem Ankündigungsvideo in dem kurzen Teil getragen. Dann haben wir Heaven. Heaven ist wirklich so ein schönes Blau, was aber nicht viel Pigment hat. Also der Perlanteil in diesem Lidschatten ist viel, viel höher. Also sehr, sehr hoch. Das heißt, viel höher als die Farbe. Deswegen, das ist so für mich Topcoat. Also ihr könnt so ein Cream-Eyeshadow nehmen. Solche Sticks zum Beispiel einmal kurz ausblenden mit dem Finger rein on top und ihr habt einfach die krassesten Effekte, aber ihr könnt es auch solo tragen, könnt es auf dem Lidschatten Primer tragen, also das ist wirklich einfach für die krassen Effekte in den Looks, was ich persönlich unbedingt wollte. Und dann haben wir auch nochmal Holy. Holy ist so ein Türkis, aber mit Gold drin, was diesen Ton auch nochmal besonders macht. Also hier in dem Fännchen kommt der gar nicht so raus, wie er auf dem Lid zum Beispiel rauskommt, weil je nach Lichteinfall kommt es mal so, hey, ist das jetzt Gold? Ist das Türkis? Also das ist irritiert, weil hier auch der Perlanteil sehr, sehr hoch ist und es changiert eben. Dann haben wir Aequor, was wirklich eine sehr, sehr spezielle Formulierung ist. Und als wir mit Litti geshootet haben, sie meinte, Hatti, du musst eine Palette rausbringen, nur mit so einer Formulierung, weil die so speziell ist. Ich sage immer, das ist so eine Leder, wie so Leder. Das ist, wenn du das aus... Also vor allem, wenn man schon in die Palette reinguckt, die Struktur unterscheidet sich von diesen ganzen anderen. Und wenn man das dann ausblendet, dann ist dieser matte Lidschatten wie nass, also wie so Gel. Und ich finde auch Leder, wenn man sich so eine Lederhandtasche anguckt, das glänzt ja auch immer so ein bisschen. Das macht Aequor auch. Und die Farbe ist auch sehr, sehr deckend. Dann haben wir Veneno. Ich liebe Gelb in Lidschatten. Ich finde, das ist einfach ein tolles Statement. Deswegen wollte ich unbedingt ein Gelb da drin haben. Ich weiß, dass Gelb sehr, sehr schwierig ist. Ich hatte das schon mal in irgendeinem Video geschminkt oder gehabt. Da war es so, boah, ich finde Gelb auch cool. Ich traue mich nur nicht. Und Veneno habe ich ein bisschen softer gemacht, damit wir hier die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, okay, wie stark möchte ich mein Gelb haben. Manchmal blende ich zum Beispiel aus der Day-Palette das Grün damit aus, dann wird es so leicht neonig, also ziemlich nice, aber manchmal packe ich das in meinen Innenwinkel und dann will ich es richtig intensiv haben oder an meinem unteren Wimpernkranz. Also wie gesagt, ihr entscheidet halt, wie stark ihr die Pigmentierung haben wollt. Infernum ist auch eine sehr interessante Formulierung, wenn es euch auffällt, wenn ihr mit dem Finger reingeht. Also ich trage das zum Beispiel gerne mit einem Finger auf oder mit so einem, ich habe einen ganz speziellen Pinsel, den ich dafür sehr gerne benutze. Und zwar ist es der Smith 253 Pinsel, der ist so dreieckig. Boah, damit
geht diese Farbe extrem gut aufs Lid, aber halt auch mit den Fingern. Und der bewegt sich. Also das ist wie Creme. Dieses Fändchen, dieser Inhalt wird sich bewegen, weil man denkt, ist das jetzt eine Creme? Was ist das? Aber es ist tatsächlich Puder. Es kommt eben auf die Formulierung an. Deswegen ist der im Fändchen auch so beweglich. Und den trage ich gern mit dem Finger auf. Der ist sehr rot. Aber der hat so Silberreflexe drin, was diesen Lidschatten wirklich besonders macht. Ich hatte auch mal ein Video, ich weiß nicht mehr ganz genau in welchem, aber ich verlinke euch das hier oben, komplett roten Lidschatten. Also oben und unten. Und da waren auch die ganzen Kommentare, Hatti, was trägst du? Das konnte ich natürlich nicht sagen, aber das war Infernum, eine sehr besondere Farbe, die ich sehr, sehr liebe. Und dann haben wir Faith, was so ein Grün ist, aber dann wiederum Gold. Also das ist wieder so eine Farbe, die trickst einen aus, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, weil wir haben hier nämlich Gold, aber auch Grün. Und dann haben wir, je nachdem, was wir wollen, haben wir halt das in Faith, was ich auch sehr liebe. Die sind gleich. Das eine ist blau, das andere ist grün, sage ich jetzt mal so ganz oberflächlich. Und Faith kombiniere ich gerne mit Promise aus der Day-Palette. Das ist einfach nur mal ganz kurz so gesagt. Wir haben hier 9 Lidschatten mit einem Spiegel. Und das ist die Holy Palette. Ja, definitiv mein absoluter. Ja, das ist. Also meine Paletten, wie gesagt, die begleiten mich schon seit Monaten. Ich habe hier auch noch die ganzen Samples und das war dann, was ich die ganze Zeit so auf Reisen mitgenommen habe. Und ich liebe sie so sehr und ich bin so, so stolz und Hammer, wirklich. Und ich freue mich auch schon auf die ganzen Looks, die ihr kreiert. Ich habe es auch schon auf Instagram gesehen und boah. Leute, ihr seid einfach Next Level. Auch das, was ihr da jetzt schon kreiert, ist schon so. Vor allem, wisst ihr, was das Geile an diesen Teilen von Looks ist? Ich sehe Looks an euch, auf die ich gar nicht gekommen wäre, aber dann wieder auch andersrum. Wisst ihr, wie ich meine? Und denke, ah, das ist eine nice Kombi. Ich habe vorhin eine Kombi gesehen und ich so, Girl, das schmink ich nach. Aber kommen wir dann einmal kurz zu J-Palette. Hier haben wir das gleiche Konzept. 9 Lidschatten und auch mit einem Spiegel. Hier ist die Palette weiß. Ich halte sie hier nochmal nebeneinander. Holy Day. Ich persönlich kombiniere sie immer zu zweit, weil ich immer eine aus der oder das andere aus der nehme. Aber klar, am Ende jeder wie er möchte. Der eine mag das mehr, der andere mag das mehr. Aber wie gesagt, ich persönlich kombiniere immer beide und habe auch immer beide dabei. Smile ist so ein schöner Korallton. Ich hatte schon in meiner Insta-Story angekündigt, diese Farbe könnt ihr wirklich auch als Blush benutzen. Leti hat mich drauf gebracht, weil sie meinte, Hatti, übrigens, Smile ist überall auf den Models drauf. Ich benutze das auch bei Shootings. Ist mein Go-To-Blush, was ich natürlich sehr geil finde. Ich habe da eigentlich gar nicht dran gedacht. Man ist so, ja, Lidschatten, Lidschatten. Aber ja, könnt ihr definitiv machen. Habe ich auch schon gemacht. Genau, ist ein sehr, sehr schöner Koraller-Ton, den ihr, wie gesagt, auch nach euren Wünschen aufbauen könnt. Ist Dann. es nicht Korallton? Weil Koralla gibt es nicht. Habe ich Koralla Ja, gesagt? vielleicht gibt es auch noch einen Toyota Corolla. Koala vielleicht. Dann haben wir Cry. Cry ist so ein schöner Copper-Bronzeton. Perfekt für den Alltag. Ich wollte etwas haben, was nicht zu sehr ins Gold geht, was aber auch nicht zu sehr in dieses Bronze geht. Also ich wollte so eine Mischung haben. Das ist wirklich ein schöner metallischer Ton, den man sich aufs Lid packen kann. Wer sich erinnert, bei meinem Kölner Treff, als ich da im TV war, da hatten auch super viele nach meinem Make-up gefragt. Das war die Farbe Cry. Dann haben wir Earth. Dann haben wir Earth, was so ein neutraler, schöner, dunkler Braunton ist, den ich persönlich sehr essentiell finde, um gewisse Looks aufzubauen. Nicht immer, kommt immer auf die Looks an, die man möchte, aber ich finde, das ist so eine schöne Standardfarbe, mit der man einfach, wir wissen, wie es geht. Ich habe nicht viel Zeit, da muss jetzt was hin. Das ist einfach Earth. Dann haben wir Promise, das ist einer meiner absoluten Favorites. Das ist ein Forest, also wirklich so ein Waldgrün in komplett matt, sehr farbintensiv. Gehört hier auch zu den ein bisschen komplizierteren Farben, wie ich es eben schon bei dem Lila gesagt habe. Das ist auch so eine kleine Schwiegermutter. Also ich habe auch hier versucht, wirklich das Beste herauszuholen, was man mit einem Grün machen kann. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, das Soft auszublenden und aufzubauen. Ich persönlich nehme meinen Anastasia Beverly Hills Lidschatten Primer und dann nehme ich zum Beispiel gerne diesen Zoeva Pinsel, diesen 234. Dann gehe ich in die Farbe und packe das erstmal so schön rein und würde das dann mit so einem schönen kleinen fluffigen Pinsel, zum Beispiel mit Smile ausblenden oder mit Nebula oder aus den anderen Paletten einfach
dann ausblenden. So arbeite ich mit der Farbe. Übrigens auch mit dem Violett. Dann haben wir die Farbe Day. Falls es euch aufgefallen ist, kleiner Gimmick in der Holy Palette. Die Farbe Holy ist in der Mitte, so wie die Palette heißt. Und die Farbe Day ist auch in der Mitte, so wie die Palette heißt. Also ihr habt die Namensgebung sozusagen immer in der Mitte. Und Day ist wirklich ein perfekter Perlton, den ihr unter eure Augenbraue packen könnt, den ihr einfach komplett aufs Lid packen könnt, in euer Innenwinkel packen könnt. Könnt ihr übrigens auch als Highlighter benutzen. Das legt sich wie eine zweite Haut auf euer Gesicht. Das ist so geil. Als Leon hier war, Leon X Skincare, als er hier war und die Paletten auch gesehen hat, hat er das erste, was er gemacht hat, ist erst ein Day rein und hat sich als Highlighter aufgetragen. Ist so, Junge, ist ein Lidschatten. Er so, Das war so witzig. Dann haben wir die Farbe Rain. Das ist so ein richtig schönes, tiefes, mattes Blau, was auch sehr, sehr intensiv ist und ich auch schon zigmal benutzt habe, weil das einfach meine Farben sind. Ich liebe das so sehr und auch hier gleiches Prinzip wie mit Promise mache ich das dann halt auch so. Ich baue die Farbe erstmal so auf, wie ich sie haben will und dann packe ich gerne aus der Holy Palette zum Beispiel die Blautöne dazu. Also ich spiele hier Julinas Hochzeit. Erinnert ihr euch an dieses Foto? Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Das war auf Julinas Hochzeit. Das ist schon meine Palette. Und da habe ich auch beide Paletten benutzt und ich hatte sie so da auf dem Bett und ich so, boah, was schminke ich? Und ich weiß heute gar nicht, wie ich diesen Look kreiert habe. Ich weiß nicht, ob ich Aequor erstmal aufgetragen habe und es dann mit Rain ausgeblendet habe. Ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall beide Paletten gemischt und ich habe gar nicht so viele Farben benutzt. Und ich bin auch sehr schnell zu diesem Ergebnis gekommen, das ist halt sehr geil. Sandstorm ist so ein Medium Warm Brown, würde ich sagen. Also wirklich so ein schönes Braun, auch perfekt für den Alltag, eben um die zwei Farben hier sehr gut kombinieren zu können, die drei Farben oder so. Also ihr könnt halt wirklich sehr, sehr viel machen. Und das ist für mich auch einfach perfekt für den Alltag, wenn ich so, ich sag mal, einfache Looks aufbauen möchte, dann sind das einfach meine besten Freunde dafür. Mondays ist wirklich auch einer meiner absoluten Favorites. Das ist so ein Glitter, aber das changiert so in dieses Grün, Gold, Gelb, also wirklich in sehr, sehr viele Farben. Das ist mein absoluter Inner Corner Highlight ever. Und dann natürlich auf dem Lid, weil das kommt so krass raus. Und wenn man das swatcht auf dem Arm, das ist mit einem Swipe, ist das schon so. Alles klar. Dann kommen wir zu Nebula. Das ist so ein schönes, leichtes, kühles Braun. Und auch hier könnt ihr die Intensität selber entscheiden. Für mich ist Nebula die perfekte Farbe, wenn ich zum Beispiel Venom auftrage aus der Holy Palette oder wenn ich Promise oder Rain auftrage. Das ist die perfekte Farbe, um das mit so einem richtig schönen, fluffigen Pinsel nochmal zu perfektionieren. Für sehr, sehr helle Leute könnt ihr das auch mal als Kontofarbe ausprobieren. Nehmt euch so einen kleinen Pinsel oder so einen Kontopinsel, was ihr halt da habt und dann versucht einfach mal so ein bisschen zu konturieren, weil die Farbe sehr, sehr schön kühl ist und hell genug, um eben sehr, sehr helle Leute zu konturieren. Und was ich hier auch sehr toll finde, ist, wenn man nicht genau weiß, okay, welche Form möchte ich, also was möchte ich, kann ich... Ihr könnt damit wirklich euer Lid konturieren, um einfach so eine Guideline für euch zu schaffen. Genau. Für mich persönlich, ich hatte es auch schon auf Instagram gesagt, mein Favorite Lidschattenprimer zurzeit ist der von Anastasia Beverly Hills. Der ist schön hell. Das heißt, die Farben kommen so richtig schön raus. Es ist aber auch nicht zu weiß, aber auch nicht zu dunkel. Es korrigiert eben auch die Verfärbung auf dem Lid und der hält die Pigmente sehr, sehr schön. Und auch den ganzen Tag. Und ich habe das Gefühl, dass der sich auch so ein bisschen selber settet. Das heißt, ich sette meine Lidschatten gar nicht mehr, weil der eigentlich die Arbeit für mich schon erledigt. Genau, und der ist zurzeit einfach für mich so das Allerbeste. Ich benutze den so, so gerne, aber das hatte ich auch schon meinen Jahresfavoriten und so gezeigt. Ich fange, mit welcher fange ich an? Ich glaube mit der... Holy? Ja? Holy Day! Ich möchte noch eine Sache adressieren. Ich hatte es ja eben schon mit den Swatches gesagt, dass, wie gesagt, ich habe das völlig verpatzt. Aber das ist nicht der eine Verpatzer, wir haben sogar zwei. Und zwar haben wir die Swatch-Bilder, für die, denen das nicht aufgefallen ist. Wir haben auch wirklich da gar nicht so weit gedacht. Das ist ein Model und wir hatten
leider verpatzt, die Swatche zu machen beim Shooting. Wir hatten ja die Selfina und die Winnie da. Wir brauchten super schnell die Produktaufnahmen und wir haben keine Models organisiert bekommen. Ich habe Letizia angerufen. Letizia, ich brauche Models. Sie hatte keine da und die ich angefragt hatte, hatten keine Zeit. Und dann meinte der Fotograf und der. Na, der Fotograf hat ja auch noch versucht, aber hat er auch keine Genau. bekommen. Und dann meinten ja, der Retoucher, die färbt die Haut ein. Wir meinten, ach so, ja, wenn das so geht, dann können wir das machen. Wir haben gar nicht so weit gedacht, dass das natürlich überhaupt nicht geht und auch super rassistisch ist. Und wir kümmern uns gerade drum. Das heißt, ich werde ein Reshooting machen. Ich gucke auch gerade schon nach Models. Wir haben auch schon telefoniert und wen wir da halt jetzt bekommen können. Ja, also wie gesagt, ich organisiere jetzt wieder ein Shooting und da macht es wieder der Fotograf in Hamburg, aber diesmal dann mit einer hellen Person, mit einer mittleren und dark. Wie gesagt, ich hatte die Winnie und Selfina leider nicht mehr bekommen und somit so schnell auf. Wir hatten ja auch super viel Zeitdruck und es nicht hinbekommen, aber ich sehe das total ein, ist auch nicht richtig. Wie gesagt, ich habe in dem Moment gar nicht so weit gedacht. Das wollte ich auch nur adressieren, nicht, dass man denkt so, ach, die will das ja vergraben oder so. Auch Aller gar keine Absicht, auch überhaupt nicht. gar keine böse Absicht. Aber ganz klar, man war in einem Zeitdruck und hat dann einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Und für die tragen wir die Konsequenz. Und die ist Richtig. einfach auch die, dass wir einfach jetzt trotzdem noch ein Shooting organisieren. Ich denke, bis dann nehmen wir trotzdem auch das Bild offline. Genau. Aller Anfang ist schwer. Wir haben uns wirklich bemüht. Ja, wir dachten, wir haben an alles gedacht. Wir dachten, es läuft jetzt alles smooth wie Butter. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall für diesen Fehler, dass wir nicht so weitsichtig gedacht haben und für jeden, der natürlich dadurch diskriminiert wurde. Es geht absolut gar nicht und wir sehen das auch als absolutes No-Go. Und wie gesagt, wir arbeiten dran und wollten uns jetzt hier nochmal entschuldigen. Das wollten wir noch adressieren, darum kümmern wir uns. Genau, und jetzt würde ich sagen, papau, fangen wir an mit den Looks. Ich gehe jetzt erstmal in die Farbe Vinum, das ist dunkle Lila. Und das presse ich jetzt so in meinen Außenwinkel. Und dann gehe ich noch hier in meine Lidfalte. Ich gebe mir jetzt so eine Cat-Eye-Form. Dann nehme ich die Farbe Plaga, das ist das Grau. Ich nehme so ein kleines bisschen und ich klopfe das auch auf jeden Fall so ein bisschen ab. Und dann versuche ich damit, Vinum so gut es geht auszublenden. Ich will es nicht so krass ausgeblendet haben. Ich will diese Form nämlich auch behalten. Je nachdem, wie deckend ich einen Look will, wie smoky ich das haben möchte, arbeite ich gerne auch mit einem Kajal. Also die dann so eine Grundfarbe haben. Also ich würde jetzt zum Beispiel gerne Heaven benutzen. Heaven ist einfach schon sehr intensiv. Also ich könnte jetzt direkt damit hier so rein, aber ich möchte, dass es halt noch intensiver rauskommt und das entscheide ich dann immer für mich persönlich. Und dann nehme ich, wie gesagt, diese Stifte, keine Ahnung, es gibt super viel in der Drogerie. Also ich nehme auch nur das, was hier dann rumliegt. Hier ist einer von NARS, einer von By Terry. Wie gesagt, nicht der Rede wert. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Das nenne ich jetzt halt auch nur so als Option. Manchmal arbeite ich so, manchmal nicht. Ich möchte halt, dass jetzt Heaven so krass wie möglich rauskommt. Das schafft es aber halt auch alleine. Und dann blende ich das einfach nur so ein bisschen aus. Dann nehme ich die Farbe Heaven mit meinem Finger und presse mir das jetzt. Also ihr könnt sehen, das ist sehr intens. Und das blende ich jetzt so ein bisschen in das Lila rein. Also ich persönlich mag es, wenn diese matten Shades auch was von dieser Perle abbekommen. Also ich achte hier jetzt nicht auf einen sauberen Übergang, sondern ich möchte es halt so schön smoky haben. Und ich gehe auch nochmal so ein bisschen über das Lila. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Ich persönlich mag diesen Look immer sehr gern. Und dann gucke ich einfach nochmal, dass ich mit so einem kleinen Blendepinsel einfach nochmal so ganz soft drüber gehe. Ich persönlich trage gerade die Shimmer-Shades gerne mit dem Finger auf. Und wenn ihr dann so Kleinstarbeit habt, sagen wir so im Innenwinkel, da muss es ein bisschen perfekter sein, dann könnt ihr das auch mit so kleinen Pinseln aufnehmen und dann, ja. Das wäre jetzt ein super easy Look. Ich würde jetzt einmal gerade mit dem Auge weitermachen, bevor ich hier noch ein bisschen weiter dran rumbastel. Wie gesagt, viele hatten nach dem einen Look gefragt, wo ich beim Kölner Treff war. Und ich versuche das jetzt so mal so ein bisschen nachzukreieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich was benutzt habe. Ich bin meistens halt so, dass ich denke so, ja, okay, ich gehe halt rein, mach und gehe dann mit dem Flow, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe mir diesen Look, der ist mir gerade einfach so durch den Kopf gegangen. Also ich würde jetzt einmal in die Farbe Sandstorm
Ihr könnt sehen, es kommt viel Produkt auf den Pinsel. Ich klopfe das immer gerne ab und dann presse ich das in mein Lid, beziehungsweise in meine Lidfalte, und dann blende ich die Farbe schön aus. Und dabei lasse ich mir Zeit und ich muss jetzt auch nicht so ordentlich sein, nicht so definiert, sondern weil ich einfach will, dass die Farbe so richtig ausgeblendet wird. So, das ist Sandstorm. Da bin ich, wie gesagt, sehr so, also ich achte nicht wirklich drauf. Dann nehme ich einen etwas kleineren Blendepinsel, sowas hier, und gehe dann in die Farbe Earth. Und ich meine, die Farbe habe ich so in meinen Außenwinkel gegeben und jetzt noch in meine Lidfalte, aber nicht so hoch wie Sandstorm. So, das geht auch super schnell. Also ich komme hier sehr, sehr schnell hin, weil man die Farben auch einfach ausblenden kann. So, ich meine, dass ich das so hatte und dann habe ich die Farbe Cry genommen. Ich muss gerade mal meinen Finger noch sauber machen, weil ich noch so viel Blau drauf habe. Cry. So, und das packe ich mir hier so hin. Noch da war ich nicht sonderlich ordentlich, sondern ich habe mir das auch so richtig aufs Lid gepackt. So, ich glaube, so war das. Und dann gehe ich nochmal in Earth und blende das ein bisschen in meine Lidfalte. Zack. Was ich hier auch nochmal sagen wollte, übrigens, ich habe mir hier einen Lidstrich gezogen, weil ich meine, dass ich bei diesem Look auch einen Lidstrich hatte. Sebastian sagt ja in dem Video, das ist die beste Palette und auch da haben sich super viele aufgehangen. Da kann ich kurz mal gerade rein. Ja, jump rein. Sorry, ich bin nicht so Social Media affin. Ich weiß nicht, dass man jedes Wort komplett auf die Goldwaage legt. Für mich ist es die beste Palette. Für mich durch die Formulierung. Farben sind absolut individuell. Ist kein Problem. Es kann jemand sagen, ich mag diese Farben nicht. Dann ist das nicht die beste Palette. Also das war meine Aussage für mich. Soll jetzt auch nicht als Ausrede rüberkommen. Ich habe mir gesagt, ey, das sind die geilsten Formulierungen. Und für mich sind es die geilsten Farben. Natürlich, weil es meine Frau auch kreiert hat. Und das ist wie wenn man sagt, ich habe die besten Eltern der Welt. Dann werden andere auch anders sehen. Für mich bleibt es die beste Palette. Das muss ich hier an der Stelle sagen, dazu stehe ich. Für mich bleibt es die beste. Danke, Baby. Aber Individualität ist absolut gegeben. Also es muss nicht jeder geil finden, es muss auch nicht jeder lieben. Dafür sind wir alle zu unterschiedlich. Gar kein Problem. Also sorry von meiner Seite, das nimmt es mir nicht krumm. Ich laber einfach, wie ich Bock habe. Und wenn ich sage, dass das Beste ist, es ist für mich das Beste, aber es muss nicht für dich das Beste sein. Aber ich würde immer noch sagen, wir sind sehr oben, ganz oben dabei, okay? Aber ist auch okay. Ich wusste, dass es Kritik geben wird. Das ist halt einfach, auf Social Media wird man eben anders behandelt als andere Marken zum Beispiel. So, jetzt mache ich weiter. Ich habe schon Bronzer und Highlighter und so drauf. Ich würde jetzt in die Farbe Day gehen. Auch hier kommt viel Produkt auf den Pinsel. Ich klopfe das immer gerne ab. Und dann gebe ich es mir so grob als Highlight hier so hin, dann könnt ihr schon sehen, es hat dann gleich so einen Pearl-Effekt und das wird euch dann auch nochmal helfen, wenn ihr Probleme habt, Übergänge zu verblenden, dann könnt ihr immer auf Nebula zurückgreifen oder auf Day, wenn ihr diesen pearligen Effekt mögt, weil Perle hilft immer so ein bisschen matte Lidschatten auszublenden. So, dann kommen wir zu der Farbe Monday. Die nehme ich mit so einem Pencil Brush auf. Ihr könnt sehen, ihr bekommt definitiv Produkt auf dem Pinsel. Ihr müsst es nicht ansprühen. Ihr könnt sehen, ihr habt gleich Effekt. Ihr könnt es natürlich ansprühen. Habe ich meins mal angesprüht? Ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich hier schon so einen krassen Effekt habe, dass ich das, glaube ich, noch nie angesprüht habe. Ihr könnt natürlich für noch krasser halt, ja. Aber das ist schon Glitter und ihr werdet da definitiv schon Effekt haben. Genau, und dann habe ich das, glaube ich, so gemacht. Dann nehme ich nochmal die Farbe Sandstorm. Das ist die Farbe, die wir als erste Übergangsfarbe genommen haben. Das gebe ich mir so an meinen unteren Wimpernkranz. Ich mag das ja immer gerne stark ausgeraucht. Das sind zwei Schichten. Dann nehme ich gerne so einen Flat Definer Brush und gehe nochmal in die Farbe Earth. Und das presse ich dann ganz dicht an meinen unteren Wimpernkranz. Ich packe mir wieder das dunkle Lila an meinen unteren Wimpernkranz. Ich habe mir auch schon mal Lashes aufgeklebt. Das presse ich mir schön hier so rein.
Und Vinum blende ich mir wirklich nochmal ein bisschen meinen Innenwinkel, aber ich werde hier nach innen so ein bisschen softer und außen werde ich kräftiger. Also bei den Glitter Shades könnt ihr auf jeden Fall Fallout haben. Deswegen habe ich zum Beispiel mit meinem Augen-Make-up erst angefangen und dann meine Base gemacht. Wenn ihr dann immer noch so ein bisschen Fallout habt, also gerade bei den Glitter Shades, dann könnt ihr immer noch so einmal drüber wischen und dann ist das weg. Dann gehe ich in die Farbe Holy. Das hier. Auch hier kriegt ihr viel Produkt auf dem Pinsel. Ihr könnt das einfach so machen, aber ihr könnt es halt auch ansprühen. Das können wir auch einfach mal machen. So. Dann könnt ihr euch das auch noch so ein bisschen hier hingeben. Ich bin wirklich so happy, wie das Ganze gelaufen ist. Klar, es war nicht alles perfekt, aber man lernt eben draus und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und ja, aller Anfang ist schwer, aber ich bin trotzdem mega happy. Ich bin an so einem happy place und freue mich auf die Zukunft, die kommt. Und ich lebe meine Passion und bin einfach mega happy. Ich habe mir mal so einen lilanen Kajal von L'Oreal auf meine Wasserlinie gepackt. Was ich mit den Looks auch gerne mache, ist so mit Kajal spielen, einfach weil wir haben hier gerade in der Holy Palette schon ein paar extravagante Farben. Und ich finde, wenn man dann auch noch mit Kajal spielt, dann kann man wirklich noch so ein bisschen rumspielen. Wir könnten jetzt zum Beispiel, also jetzt habt ihr einfach die Möglichkeit, so viel mehr zu machen. Wir könnten zum Beispiel so einen fluffigen Pinsel nehmen, sauber. Und in das Gelb gehen und hier nochmal so ein bisschen ausblenden, wenn man es jetzt so richtig crazy haben will. Man könnte auch die Farbe Terra nehmen. Man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, eben viele Looks zu schminken. Das sind jetzt zwei ganz einfache Looks, die ich geschminkt habe. Nicht viele Farben. Mit ein, zwei Steps kommt ihr wirklich dahin. Lashes ist natürlich optional. Kajal und Lidstrich, das liegt wirklich bei euch. Aber das wären Looks, die kann ich halt in 10 Minuten schminken, weil ich jetzt, egal was, ich kann immer on top, ich kann mit diesen Cream Eyeshadows arbeiten, die halt in so Stiftformen kommen, um die Farben noch intensiver zu haben. Ich kann softer arbeiten, wie zum Beispiel auf dieser Seite. Also es liegt wirklich ganz bei euch, wie man was möchte. Genau, ich freue mich, wie gesagt, mega auf eure Looks und ich hoffe, dass dieses Video hilfreich war für euch. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, dann super gerne in die Kommentare und ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts ausgelassen. Ansonsten würde ich sagen, findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Moody super gerne abonnieren und supporten. Ich bedanke mich auch schon dafür. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.